Und die geht so, hey, hey, hey. Und er sagt schon, oh, nein. Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava Gaming. Heute machen wir nochmal ein Reaction und zwar schon wieder auf ein Candy Cube Video. Ich habe wieder ein sehr interessantes gesehen und zwar Rich Bad versus Rich Good. Also reich schlecht versus reich gut. Ich dachte, der Name ist sehr interessant. Noch nicht einfach reich schlecht. Also da reagieren wir heute mal drauf. Ich habe gesehen, 80% von euch gucken immer wieder meine Videos und aber irgendwie nicht abonniert. Also schaut doch mal, ob der Abo-Button noch rot ist. Wenn, dann macht ihn nochmal grau. So ist er viel schöner. Und jetzt fangen wir an. Ich liebe die Intro-Musik immer so doll. Rich Bad, richtig. Reicht schlecht. Also schon mal mit seinen Bodyguards. Die Kinder sind so, Hilfe. Okay, mal schon, was macht der? Er lacht es einfach bestimmt nur so an. Uff, okay, so ein bisschen Chili, weißt du? Oh mein Gott, müssen die das jetzt? Was machen die? Oh yeah, jetzt bekommen die Essen. Das ist doch, wow, wie ist das schlecht? Oh, weil das, oh, ich verstehe, weil es so, ich wusste gar nicht, dass man eigentlich von dem Ding so, das ist, denke ich, ein Update. Ich wusste nicht, dass man davon dann so rot wird, aber wow. Oh mein Gott, ich würde jetzt ehrlich gesagt das auch an dem schmeißen. Ich meine, komm schon. Oh, was machen die jetzt? Würden die jetzt ins Babygefängnis geschickt? Oh nein, was ma- Oh mein Gott, das ist doch illegal, egal wie reich man ist. Oh. Warte mal, nochmal hier mein Ethikwissen von der zweiten Klasse. Also, Kinder, egal welches Kind. Ja, Hauptsache unter 18 Jahre, was ich denke, diese Kinder sind. Dieses Kind hat Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, also prinzipiell nicht attackiert zu werden von Menschen, also ja, illegal. Immer in diesen Videos passiert irgendwas Illegales, ich weiß nicht warum. Ja, die Polizei, komm, wow, fang, YouTuber, oh. Oh mein Gott, das ich denke, das ist doch auch illegal. Oh mein Gott. Also reicht gut. Mal schauen, was macht reicht gut mit diesen Kindern. Reicht gut. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber ich würde erstmal mit deinem Geld dir vielleicht was Neues kaufen. Ist jetzt nicht das Schönste. Okay, weiter geht's. Hoffentlich überhaupt. Dann mach was Nettes. Oh ja, das sieht nicht sehr gut aus. Jetzt fühlt er sich schlecht. Bitte, kein Chili, bitte, kein Chili. Und kauft er jetzt. Oh, er nimmt das Shopping. Oh, wie nice. Oh, okay, good. Oh, wie cool. Also, die gehen jetzt shopping. Die können sich so Essen holen. Pocketmilch. Oh, das ist super. Holen sich so Schokolade, Chips. Mann, wie nett von ihm. Ach, Gott, cool. Also ja, da dürfen die jetzt hier so auch noch so ein bisschen Milch, ein bisschen mehr Milch. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr nehmen, vielleicht noch einen Hamburger oder so, vielleicht noch ein paar Spielsachen. Jetzt dürfen die hier noch so fancy essen. Mann, der Kerl ist nett. Okay, so jetzt dürfen die so, also, weißt du, die Bodyguards. Ich finde es lustig, dass die Bodyguards einfach da stehen. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Weil die, keine Ahnung, nicht einfach mal sagen, oh Boss, du bist so nett. Ja, das ist so clever von dir, das zu machen. Ja, Boss, du bist voll eine nette Person. Oder einfach mit meinem Lächeln. So, einfach da unten einfach nur so sitzen. Ich weiß nicht, warum ich es so lustig finde. Ja, okay, also wenigstens haben wir hier jetzt... Ey, ich würde es jetzt nicht... Oh, guck mal, wie viele Spielsachen die bekommen. Oh, wie cool. Oh, yay, wie nett. Jetzt haben die Spielsachen. Gott. Die Bodyguards gucken immer noch so. Oh, yay, jetzt darf das kleine Kindchen auch ein bisschen... Oh, wie schön, Mann, wie nett von dir. Nett. Haben hier Spielsachen, die können hier spielen. Aber ich hatte den ehrlich gesagt noch Essen mitgenommen. Oder vielleicht irgendwo ins Kinderheim gebracht. Anstatt noch einfach die Straße nehmen. Aber okay. Und jetzt suche ich. Reicht schlecht. Da ist jetzt so eine. Ich denke, das ist jetzt so eine Frau. Oh mein Gott, der geht klubben. Oh mein Gott, das ist eine Frau. Und sie so: Ja, ja, okay. Tschüss, Schatz. Tschüss. Oh mein Gott, Eddie Klum. Betrügt er sie? Mein Gott, ich denke, er betrügt sie. Er wird sie betrügen, das weiß ich. Also wir gehen jetzt so.
Ich weiß schon, wo das hingeht. Oh mein Gott, Betrüger. Du gehst erstmal klubben, ohne es deiner Frau zu sagen, was schon mal gemein ist. Ich meine, komm schon. Oder deine Freundin. Ja, oh mein Gott, er ist jetzt wirklich so. Oh mein Gott. Oh, jetzt gibt er noch sein Geld weg. So, ihr nimmt mein Geld. Ich will sie. Wow. Wow, Mann. Wow. Immer passieren so Sachen. Jeez, Mann. Hier bei diesen Candy Cute passieren mal die komischsten von Sachen. Also, die sind jetzt... Oh mein Gott. Also, er hat sie nicht betrügt. Aber sie ist jetzt traurig, weil er jetzt nicht seine Kaufanfrage hat. Wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und dann sein Boss hat so das Bodyguard. So, ey, deine Frau ruft an. Ach, und dann hier nochmal diese Werbung. Da habe ich in 2017 immer geguckt. Nicht geguckt, gesehen. Oh nein! Oh! Oh! Jetzt, oh nein! Oh nein! Warte mal. Wie hat sie einfach so einfach den Bodyguard? Sollen die nicht super stark sein, damit sowas nicht passiert? Weil guck mal, wie einfach sie einfach so wegschubst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Reicht gut, geht er klumpen oder ja, oh, er geht mit seiner Frau schaffen. Ich finde es komisch, dass sie gleich aussehen. Die Zeit fahren. Ich weiß nicht warum. Oh, jetzt kauft sie sich alle Klamotten, die sie will. Oh, wie schön. Oh, yay. Also guck mal, wie nett von ihm. Mann, das ist eine nette Person. Boom. Und jetzt kannst du dich erstmal hier so schön umziehen. Dann so bode, bode, boing. Oh. Oh, wow. Das ist nett von ihm, Mann. Das ist eine nette Person. Und dann darf sie sich schminke. Ist das die Frau vom anderen Typen? Weil ich meine, haben sie sich entscheiden lassen oder so? Keine Ahnung. Okay, halt hat sie sich so richtig schöne Schminke. Aber Girl, du siehst schon wunderschön aus. Und dann, oh, jetzt noch ein bisschen mehr, weißt du. Das sagt, ich fand es traurig, als wenn wir hier so Schminke bekommen haben in Tokabuka, dass die Schminke nicht wirklich auf dem Charakter war. Weil man tut nur so. So, ey, komm, du musst auch bezahlen. Und jetzt geht er klubben. Ich meine, und die geht so, hey. Und er sagt schon, nein. Ich habe schon eine Frau oder eine Freundin. Nein, das geht, nein. Und dann sagt er, Bodyguards. Und ja, das sollten eigentlich Bodyguards machen. Und nicht so einfach weggeschubst werden. Aus dem Club einfach so, ja, sorry. Und dann er so, guck mal, Frau. Oh, ich bin nett. Und sie so, wow, du bist nett. Oh, yay. Ich bin immer noch ziemlich sicher, die gleiche Frau ist als vorher. Ich weiß nicht warum, aber ich sag's jetzt einfach mal. Nein, warum denn nicht? So, und ja, oh, jetzt gehen, kommen sie zusammen. Oh, wie schön. Sie sind zusammenklippen gegangen. Nicht nur einzeln. So, und jetzt reichböse. Reichböse, du bist wirklich so schlecht. Oh mein Gott, er weint. Warum weinst du? Was ist das? Oh, der ist so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Reicht gut, bitte sei besser. Reicht gut. Oh nein, dein alter Opa. Also, warum weinst du? Oh, wegen deinem Opa. Ah ja, sorry. Er erzählt jetzt so, ja, mein Papa oder Opa, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Aus dem Krankenhaus und so krank. Und dann der reiche Typ ist so, oh, hier, nimm mein Geld. Kauf dem Health Insurance. So viel Geld.
komm schon. Oh, Bodyguard, hier, du bist so nett. Du hast es geschafft, dieses ein Mädchen wegzuschuppen. Ja, du bekommst so viel Geld. Ja, wegen deinem Vater weiß. Und Gold, und Gold. Okay, und Gold. Und warum weinst du noch? Ist es Tränen von Fröhlichkeit? Oder okay. Und jetzt ist der Papa. Oh nein, jetzt ist der Papa wieder. Oh. Oh, wie nett. Jetzt ist er wieder so richtig gesund. Kann jetzt wieder so laufen. So Leute, das war's jetzt. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.